10. Mai 1933. In Deutschland loderten die Feuer und hinein flogen Bücher, unterstützt von Universitäten und Studierenden. Unter anderem auch die Bücher von Erich Kästner. Normalerweise gibt es am 10. Mai eine Lesung auf dem Odeonsplatz in München. Die Lesung gegen das Vergessen. Weil es Corona-bedingt nicht geht, lesen wir dieses Jahr im Netz gegen das Vergessen. Ich lese euch vor von Erich Kästner den Anfang von Emil die Detektive. Ich habe das Buch ausgesucht, weil ich meinen Kindern versprochen habe, es ihnen vorzulesen und wir es dann lange gesucht haben und weil im Augenblick Corona-bedingt die Schulen sind zu, die Kindergärten sind zu, so viele Kinder dringend Geschichten vorgelesen bekommen müssen und weil wir Eltern Corona-bedingt so wenig Zeit haben, weil wir im Homeoffice sitzen. Emil und die Detektive von Erich Kästner. Die Geschichte fängt noch gar nicht an. Euch kann ich es ja ruhig sagen. Die Sache mit Emil kam mir selber unerwartet. Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Buch schreiben wollen. Ein Buch, in dem vor lauter Angst die Tiger mit den Zähnen und die Dattelpalmen mit den Kokosnüssen klappern sollten. Und das kleine, schwarz-weiß, karierte Kannibalenmädchen, das quer durch den stillen Ozean schwamm, um sich bei Drinkwater & Co. in Frisco eine Zahnbürste zu holen, sollte Petersilie heißen. Nur mit dem Vornamen natürlich. Einen richtigen Südseeroman hatte ich vor, weil mir mal ein Herr mit einem großen Umhängebart erzählt hatte, sowas würdet ihr am liebsten lesen. Und die ersten drei Kapitel waren sogar schon fix und fertig. Der Häuptling Rabenas, auch die schnelle Post genannt, entsicherte gerade sein mit heißen Bratäpfeln geladenes Taschenmesser, legte kalten Blutes an und zählte so schnell er konnte bis 397. Plötzlich wusste ich nicht mehr, wie viele Beine ein Walfisch hat. Ich legte mich längelang auf den Fußboden, weil ich da am besten nachdenken kann und dachte nach. Aber diesmal half es nichts. Ich blätterte im Konversationslexikon. Erst im Bande W und dann vorsichtshalber noch im Bande F. Nirgends stand ein Wort davon. Und ich musste es doch genau wissen, wenn ich weiterschreiben wollte. Ich musste es sogar ganz genau wissen. Denn wenn in diesem Augenblick der Walfisch mit dem verkehrten Bein aus dem Urwald getreten wäre, hätte ihn der Häuptling Rabenas, auch die schnelle Post genannt, unmöglich treffen können. Und wenn er den Walfisch mit dem Bratäpfel nicht getroffen hätte, wäre das kleine schwarz-weiß karierte Kannibalmädchen, das Petersilie hieß, neben Leben der Diamantenwaschfrau Lehmann begegnet. Und wenn Petersilie der Frau Lehmann nicht begegnet wäre, hätte sie nie den wertvollen Gutschein gekriegt, den man in San Francisco bei Drinkwater & Co. vorzeigen musste, wenn man gratis eine funkelnagelneue Zahnbürste wollte. Ja, und dann mein Südseeroman. Und ich hatte mich so darauf gefreut. Scheiterte also sozusagen an den Beinen des Walfischs. Ich hoffe, ihr versteht das. Mir tat es schrecklich leid. Und Fräulein Fiedelbogen hätte, als ich sie sagte, beinahe geweint. Sie hatte aber gerade keine Zeit, weil sie den Abendbrottisch decken musste und verschob das Weinen auf später. Und dann hat sie es vergessen. So sind die Frauen. Das Buch wollte ich Petersilie im Urwald nennen. Ein piekfeiner Titel, was? Und nun liegen die ersten drei Kapitel bei mir zu Hause unterm Tisch, damit er nicht wackelt. Aber das ist vielleicht die richtige Beschäftigung für einen Roman, der in der Südsee spielt. Der Oberkellner Nietenführer, mit dem ich mich manchmal über meine Arbeiten unterhalte, fragte mich ein paar Tage später, ob ich denn überhaupt schon mal unten gewesen sei. Wo unten? Fragte ich ihn. Na, in der Südsee und in Australien und auf Sumatra und Borneo und so. Nein, sagte ich, weshalb denn? Weil man doch bloß Dinge schreiben kann, die man kennt und gesehen hat, gab er zur Antwort. Aber erlauben Sie, bester Herr Nietenführer. Das ist doch klar wie dicke Tinte, sagte er. Neugebauers, die verkehren hier bei uns im Lokal, haben mal ein Dienstmädchen gehabt. Die hatte noch nie gesehen, wie man Geflügel brät. Und vorige Weihnachten, wie sie die Gans braten soll. Und Frau Neugebauer macht unterdessen Einkäufe und kommt dann wieder. Es war eine schöne Bescherung. Das Mädchen hatte die Gans, wie sie in der Markthalle gekauft worden war, in die Pfanne gesteckt. Nicht gesenkt, nicht aufgeschnitten, nicht ausgenommen. Es war ein mordsmäßiger Gestank, kann ich Ihnen flüstern. Na und, antworte ich. Sie behaupten doch wohl nicht, dass Gänsebraten und Bücherschreiben dasselbe ist. Sie nehmen es mir bitte nicht allzu übel, lieber Herr Nietenführer, aber da muss ich rasch mal lachen. Er wartet, bis ich mit dem Lachen fertig bin. Sehr lange dauert es ja auch nicht. Und dann sagt er, Ihre Südsee und die Menschenfresser und die Korallenriffe und der ganze Zauber, das ist Ihre Gans. Und der Roman, das ist Ihre Pfanne, in der sie den stillen Ozean und die Petersilie und die Tiger braten wollen. Und wenn sie eben noch nicht wissen, wie man solches Viehzeug brät, kann das ein prachtvoller Gestank werden. Genau wie bei dem Dienstmädchen von den Neugebauers.
Aber so machen das doch die meisten Schriftsteller, rufe ich. Guten Appetit. Das ist alles, was er gesagt hat. Ich grüble ein Weilchen. Dann fange ich die Unterhaltung wieder an. Herr Nietenführ, kennen Sie Schiller? Schiller? Meinen Sie den Schiller, der in der Waldschlösschenbrauerei Lagerverwalter ist? Nicht doch, sagte ich, sondern den Dichter Friedrich von Schiller, der vor mehr als 100 Jahren eine Menge Theaterstücke geschrieben hat. Ach so, den Schiller, den mit den vielen Denkmälern. Richtig, der hat ein Stück verfasst, das spielt in der Schweiz und heißt Wilhelm Tell. Früher mussten die Schulkinder immer Aufsätze darüber schreiben. Wir auch, sagte Nietenführ, den Tell kenne ich. Ein großartiges Drama, wirklich wahr. Das muss man den Schiller lassen, alles was recht ist. Bloß die Aufsätze, die waren was Furchtbares. An einen erinnere ich mich noch ganz genau. Der hieß, warum hat Tell nie gezittert, als er nach dem Apfel zielte? Ich bekam damals eine 5. Überhaupt, Aufsätze waren nie meine... Nun ja, lassen Sie mich mal wieder aufs Rednerpult, sage ich. Und sehen Sie, obwohl Schiller nie in seinem Leben in der Schweiz war, stimmt sein Theaterstück von Wilhelm Tell bis aufs Komma mit der Wirklichkeit überein.